Monsieur le député Müller, Damian. Ja, Herr Präsident, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren, die Schweiz ist ein pflichtbewusstes, offenes und seriöses Gastgeberland für die internationale Politik. Und wenn wir das weiterhin bleiben wollen, muss es unser Ziel sein, unsere internationale Position zu stärken. Dass die Stadt Genf sich als Mittelpunkt der internationalen Politik etabliert hat, ist uns allen bekannt. Ich würde sogar behaupten, dass wir dank dem internationalen Genf weltweite Beachtung erreicht haben. Dies gibt uns im multilateralen Umfeld eine hervorragende außenpolitische Plattform. Und ich rufe gerne in Erinnerung, dass Genf mit den jährlich rund 2700 internationalen Konferenzen und den über 220.000 Delegierten und Fachpersonen, welche da zusammenkommen, weltweit auf dem ersten Rang liegt. Mit der vorliegenden Vorlage können wir mit einem Darlehen von 9,9 Millionen Franken zu einem Vorzugszins die Erneuerung der Gebäudehülle des Sitzgebäudes der IKRK gewährleisten. Die IKRK gehört zu den wenigen Organisationen, die bei bewaffneten Konflikten bevorzugten Zugang für humanitäre Hilfe erhalten. Die klaren Auftrag, das professionelle Vorgehen und die konsequente Einhaltung der humanitären Grundsätze durch das IKRK sind ja international auch anerkannt. Während Krisen kann das IKRK deshalb häufig in Gegenden arbeiten, die für andere Organisationen nicht zugänglich sind. Ich bin der Auffassung, dass wir diese Organisation in unserem Land stützen müssen, indem dass wir dieses Darlehen geben und gleichzeitig auch damit bestätigen, dass wir uns als offene Schweiz gegenüber diesen Organisationen zeigen. Und ich bitte Sie ebenfalls, diesem Darlehen zuzustimmen. Merci. La discussion se poursuit.